Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt. Bergbau, Industrie, die Wirtschaftssimulation, ich habe gerade nach dem Namen gesucht, oder Mining-Industrie. Wir sind wieder zurück hier in Szenario Nummer 5, unbeliebt, heißt wir sollen hier oben, ja, die ganzen Stimmungswerte auf dem Markt und die ganzen Meinungen sollen wir hoch pushen. Wir starten mit minus 120.000 Euro, das ist natürlich schon mal eine Hardcore-Nummer, ist doch kein Bug. Die Entwickler haben es mir unter einen Kommentar, also unter ein Video drunter geschrieben, dass es hier kein Bug ist. Das ist so gewünscht. Und ja, ist eine Aufgabe, der stellen wir uns gern. Ich habe es gerade eben schon mal versucht aufzunehmen. Ich habe direkt mal drei kolossale Fehler gemacht und habe das innerhalb von 10 Minuten gegen die Wand gefahren. Genau aus dem Grund habe ich nochmal neu gestartet. Deshalb erspare ich euch jetzt die komplette Analyse der Gesamtsituation hier. Jetzt gibt meine Stimme wieder auf. Ich liebe es, wenn meine Stimme aufgibt. Mitten in der Aufnahme. So. Das hier möchte ich gerne reparieren. Um 10%. Dann brauchen wir ganz dringend ein neues Gebäude Public Relation. Was wir ganz schnell aus dem Boden stampfen. Dann brauchen wir ganz schnell Danger Cap. Was verkaufen, dann brauchen wir, ich glaube, Wartung brauchen wir gar nicht. Ne, Wartung brauchen wir nicht. So, dann wollte ich meine Produktion erhöhen, indem ich eine kleine Veredelungsanlage kaufe, die vielleicht sogar schon ein bisschen angeschlagen ist. Und mir ein Transportfahrzeug kaufe, was vielleicht auch ein bisschen angeschlagen ist. Und dann wollte ich eigentlich noch mein Lager ausbauen. Und dann haben wir schon richtig kräftig miese gemacht. Und genauso habe ich beim letzten Mal auch angefangen. Und ganz im Ernst, bei einer Million ist Sensepeng. Das ist aus die Maus, da ist Schicht im Schacht. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt gut geht. Ich habe so das Gefühl, es wird kolossal scheitern. So, Preis, geh hoch auf 7 Euro. So, wir verkaufen das. Wir haben noch mal ein bisschen Luft. Puh, Schwitz. So, gleich wird wenigstens der ganze Kram dann mal repariert sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird produziert und jetzt sagen die hier schon wieder Warnung, Warnung, Warnung. Es ist einfach herrlich. Diese Mission hat es echt in sich, aber ich will, ich habe das jetzt bewusst mal progressiv angegangen. Ich wollte es jetzt einfach mal wissen. Ob es klappt oder eben nicht. Ja, wir haben unheimlich hohe Kosten, natürlich auch durch die öffentliche Meinung. Wir bezahlen gerade 171% der Löhne. Wir müssen dringend die Meinung verbessern, aber ganz dringend. Wir müssen ganz dringend dafür sorgen, dass der Kontostand nicht unter eine Million geht. So, ich mache mal ein bisschen Zeitbeschleunigung an. Wir haben jetzt ein bisschen Puffer. So, ich hoffe, wir schaffen es, dass wir die Kurve kriegen. So, Sicherheit ist gewährleistet. Jetzt sollte zumindest mal nichts kaputt gehen. Wenn jetzt die Produktion gleich noch erhöht wird, mache ich drei Kreuze im Kalender. Sehr schön, die Produktion ist erhöht. Jetzt geht es natürlich schneller voran. Das heißt, wir können jetzt schneller Geld verdienen. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier die Kurve kriege. Möglichst viel Sachen für 7 Euro verkaufen kann. Solange der Preis hoch ist. So, der Preis ist relativ ausgeglichen, das hört sich gut an. Also da scheint noch nichts mit Abwärtstrend im Anmarsch zu sein. Sobald das umspringt, müssen wir zusehen, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir, wenn der Trend schlechter wird und der Preis langsam anfängt zu fallen, dass wir vorher ein paar Verträge abschließen.
So, was haben wir hier? Buchstabe A. US-Unternehmen meldet Patent an. Ja, die patentieren sich echt alles da drüben. So, Break. Der Preis ist angespannt. Gucken in die Verträge rein. Ja, Nachrichten kommen wieder reingeflogen in dem Moment, wo ich verkaufen klicke. Gut, schnell ging's, da war das gelaufen. So, dann haben wir hier 344, nehmen wir ebenfalls an. So, jetzt haben wir mal ein paar Verträge und ich glaube durchaus, dass wir die recht gut gebrauchen können. Denn der Preis wird wahrscheinlich bald kolossal einbrechen. So, ich versuche mich, solange es geht, noch mit 6 Dollar zu refinanzieren. Sofern irgendwie möglich, versuche ich so viel zu verkaufen wie geht. Außerdem laufen die Verträge parallel dazu. Sieht ehrlich gesagt gar nicht mal so gut aus. So, 14. April noch ein Deal da reingewirkt. 18. April noch ein Deal da reingewirkt. Das heißt, die kommen eventuell zum Tragen, wenn der hier abläuft. So, wir müssen jetzt eigentlich mal ein bisschen Lager auflaufen lassen. Dass wenn die anderen Verträge greifen, dass wir dann einen Lagerbestand haben, mit dem wir dann agieren können. Was mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich in den Kram passt. So, haben wir den Vertrag erfüllt? Das ist gut. Nachrichten. So, wir arbeiten uns langsam aber sicher wieder ins Positive. Ich hoffe, wir kriegen die Kurve hin. Oh, 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 das war nicht gut. Ja, scheiße, ich wollte gerade langsam machen. Danke. War natürlich wieder einer der besseren Verträge. Gut, jetzt können wir es auch durchlaufen lassen. Jetzt ist es wurscht. Es darf nur kein Fahrzeug kaputt gehen, dann ist alles gut. So, Lagerbestand haben wir auch ausgebaut. Können wir jetzt richtig schön ansparen in Schlechtpreisphasen. Ja, das ist die wichtigste Aufgabe. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht, dass das da so im Minus rumdümpelt. Zeit, dass die PR-Abteilung fertig wird. Und ich bin sogar am Überlegen, gleich eine zweite hinterher zu bauen. Allerdings ist das eine Preisfrage. Wir müssen nämlich raus aus den Schulden. So, ich versuche das Ganze mit Einzelverkäufen, wenn ein gewisses Lager angelaufen ist, ein bisschen nach vorne zu pushen. Dass wir schneller aus den Schulden rauskommen. Jetzt setzt die schwere Krise Talfahrt ein. Ja, gibt keine guten Verträge auf der einen Seite und zweitens habe ich ja auch nicht wirklich Kapazitäten frei, wo ich noch Verträge abschließen könnte. So, an die Aggressionsknast. Sehr schön. Kann man immer gut gebrauchen. So, ganz wichtiger Punkt. So, wir pushen hier oben rein. Wir wollen die öffentliche Meinung steigern. Und zwar aus dem einfachen Grund, um die Kosten zu senken. Es ist nämlich echt krank, wenn man mal hier reinguckt.
Die Personalkosten an sich, wo habe ich die denn? Die konnte man hier irgendwo sehen. Moment, ich bin gerade am gucken. Hier, da sind über 100.000, wo wir Personalkosten raushauen. Das heißt, wenn wir die Kosten jetzt senken, was wir gerade tun, machen wir mehr Gewinn. Und das ist natürlich was, was wir gut gebrauchen können. Was perfekt zu dem passt, was wir wollen. So, wie viel Bestand haben wir? Können wir mal auf 3000 verzichten? Nicht so wirklich. Wow, wow. Abbrechen. Das ist das falsche Fenster. Hier sind wir zu Hause. So, das können wir uns sogar leisten. Machen wir das hier gleich mit. So, 1000 am Tag ist natürlich eine Hausnummer. Ich hoffe, die reparieren schnell. Puh. Die Reparatur gerade noch so durchgedrückt. Ja. So, die Verträge laufen noch. Noch geht's uns gut, aber nicht mehr lang. Wobei, der Preis geht schon wieder hoch. Er ist relativ ausgeglichen. Das heißt, er ist am Steigen. Das trifft sich gut. Wenn die Verträge auslaufen bei einem Preis von über 4 Dollar, dann wäre das eigentlich fast nahezu perfekt. Weil schon kommen hier die guten Verträge rein. Yay! Jetzt läuft's. So lief es beim letzten Mal nicht wirklich. So, jetzt ist irgendwas ausgefallen. Reparatur, ja. Da haben wir schon die ersten kleinen Problemchen wieder. So, wir müssen dringend reparieren. Am besten alles, was irgendwie angeschlagen ist. Am besten alles auf einmal. Das ist immer das Beste, weil dann fällt halt eine gewisse Zeit alles zwar aus, aber es kommt auch alles wieder gleichzeitig zurück. Und das ist meistens nicht schlecht. So, 13. Oktober kommen die mit solchen Preisen hier rum. Ich hoffe, dass sich der Preis hier relativ schnell wieder stabilisiert. Es ist unglaublich. Es ist im Lager ein tödlicher Unfall passiert, weil die Sicherheit in Reparatur ist. Ja, aber die Wartung, die sieht auch nicht gut aus. Also irgendwie, ich habe so den Eindruck, hier läuft es gerade wieder in die falsche Richtung. Also ich meine, ich habe mich jetzt so angestrengt. Wir haben ein gutes Lager. Irgendwas will hier nicht so. Wartung ist komplett out of order. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind aber auch 300 Hochzeiten, auf denen man gleichzeitig tanzen muss. Das ist echt der Wahnsinn. So, Wartung muss ich dringend ausbauen. Das ist damit passiert. Sicherheit muss ich ausbauen. Das ist relativ günstig. Das kriegen wir relativ einfach umgesetzt. Da müssen wir nur gucken, wo haben wir hier die Danger Single Cap 3 Wochen neu.
So, Danger Single Cap, 3 Wochen neu. Machen wir auch gleich 2 Stück. Es ist mir gerade wurscht jetzt. Ich bin böse am Kämpfen, da ich hier die Kurve krieg. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass wir es nicht hinkriegen, rechtzeitig aus den Schulden rauszukommen. Und dann praktisch pleite gesetzt zu werden, weil wir nicht innerhalb von 12 Monaten rauskamen. Da habe ich ein bisschen Bedenken, dass wir das schaffen. Aber ich gehe da jetzt sehr progressiv vor. Ich hau rein, was geht. Mir ehrlich gesagt jetzt im Moment gerade total wurscht. So, die Preise gehen auf einen abfallenden Ast. Wir unterzeichnen ein paar gute Verträge. Um uns abzusichern vor schlechten Marktpreisen. So, Wartung ist damit gestiegen. Da sollte so schnell nichts mehr ausfallen. Ich frage mich, warum die Öffentlichkeit Meinung. Das darf doch nicht wahr sein. Ganz im Ernst, das ist mir gerade wurscht. Ich packe jetzt alles, was ich kann, hier rein. Ich will unbedingt die Öffentlichkeitsmeinung hochkriegen. Das ist so ein Kostenfaktor, der macht uns pleite auf Dauer, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. So, ich arbeite an gegen die Pleite. Die Verträge laufen schon, sehr schön. Lagerbestand wird durch die Verträge natürlich auch nicht ganz so schnell erhöht. Das trifft sich auch gut. Können wir warten, bis es bessere Preise gibt. Der Marktpreis ist schon wieder angespannt. Ich bin mal gespannt, ob wir da die Kurve kriegen. Ich glaube, wir sind schon fast ein Jahr jetzt hier in den Mieser. Zum Glück laufen die Verträge lang. In 5 Wochen schaffen wir es garantiert nicht aus dem Miesen rauszukommen. Garantiert nicht. Ja, auch der Ansatz ist dann wohl der falsche. Schade eigentlich. Sah gut aus. Zwei Wochen. Über Null zu kommen. Wir schaffen es nicht. Wir gehen schon wieder um. Ja. Wieder mit Volldampf gegen die Wand. Die Mission hat es in sich. Alter Schwede. Aber wir kriegen es hin. Ich lasse mir eine neue Strategie einfallen. So, gleich sind wir pleite. Dann ist rum. Tja, das war's. Die Bank hat das Vertrauen verloren. Wir sind weg vom Fenster. Wir können noch so viel plus machen. Interessiert keinen. Wir waren zu schlecht. Jahresgewinn 14.000 Euro. Ja, Verlust eindeutig zu hoch. Kann man machen, nix. Muss mal gucken zu. Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation. In der nächsten Folge versuchen wir das Szenario nochmal. Dann gehe ich einen ganz anderen Ansatz. Dann fange ich nämlich an, Lager zu bauen. Also erst Lager. Bevor wir irgendwas anderes bauen, erstmal Lager. Oder PR und Lager. Aber es wird... Ich kann machen, was ich will. Also ich muss die Situation vielleicht mal offscreen genau analysieren, bevor ich anfange hier mit der Aufnahme. Wir haben es wieder Volldampf gegen die Wand gefahren. Ich habe einen anderen Ansatz gewählt, hat auch nichts gebracht. Die Mission stellt mich vor Rätsel, aber wir kriegen es irgendwie hin. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich irgendwas hinkriege, was echt schwer aussieht.
Was aber, wenn man es dann mal verstanden hat, gut genug analysiert hat, vielleicht doch relativ schnell ziemlich einfach zu lösen ist. Ich muss mir einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, muss mir das mal angucken. Vielleicht mache ich das sogar gleich. Schauen wir mal. Ich sage an der Stelle auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frey zockt Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation und dann nochmal mit der Mission Nummer 5. Und wenn wir es dann wieder nicht hinkriegen sollten, überspringen wir die einfach mal. Rotzefrech, wie wir sind. Und gucken mal, was die nächste Mission so zu bieten hat und holen irgendwann die Mission Nummer 5 nach. Irgendwie kriegen wir es hin. Die Mission, die hat es in sich, die ist knackig, macht Spaß. Werden wir versuchen, dass wir das hinkriegen. Gut, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.